So, und damit erstmal ein herzliches Willkommen zurück bei Let's Play Warcraft 3 Frozen Throne. Wie versprochen geht's an der Stelle weiter, wo ich das letzte Mal aufgehört habe. Ich werde hier an dieser Stelle nur ein einziges Level aufnehmen und kann sein, dass ich in dieser Aufnahme wieder etwas ruhiger bin, weil es ist wieder etwas später. Kapitel 4, die Rückkehr nach Northrend. 3 Wochen später wirft König Arthas angeschlagene Flotte Anker an der eisigen Südküste von Northrend. Northrend. Mir scheint, als wäre ich ewig nicht hier gewesen. Etwas da draußen bedroht den Lichtkönig. Wir müssen schnellstens Eiskrone erreichen. Mein König, zuerst müssen wir hier einen Stützpunkt errichten. Doch auf dieser Insel gibt es fast keine Rohstoffe. Was zum... Sie sehen wie Hochelfen aus. Was machen die denn hier? Prinz Arthas, wir sind Blutelfen. Wir haben geschworen, die Geister von Kel'Thalas zu rächen. Dieses tote Land soll eine Katharsis erleben. Northrend gehört der Geißelelf. Es war ein schlimmer Fehler, hierher zu kommen. Tötet sie. Vorwärts für die Geißel. Tötet sie in Ersumes Namen. Wer zum... Danke für die Unterstützung, Mächtiger. Der Lichtkönig schickte mich euch zu Hilfe, Todesritter. Ich bin Anubarak, der alte König von Azul-Lerum. Ich schätze eure Hilfe, Anubarak. Doch wir haben keine Zeit zum Plaudern. Wir müssen Eiskrone schnellstens erreichen. Ja, was haben wir denn hier? Oh, sprecht, da müssen wir einen Kopf. Punkt verteilen. Sie müssen hier in der Nähe einen Stützpunkt haben. Arthas ist gerade mal noch Level 7 und Anubarak, der ist Level 3. Okay. Ich werde hier erstmal unser Schlachtschiff hier benutzen, um die ein bisschen zu belagern. Und die hier werde ich auch gleich brauchen. Wie der Schatten wünscht. Naja, die Gruftbestien haben jetzt die Fähigkeit eingraben. So, das wäre es mit der gewesen. Ich werde hier jetzt erstmal ein bisschen Küste säubern, weil die Wachtürme stören mich hier ein bisschen. So, als nächstes nehme ich mir den Kanonenturm hier. Den Turm. Und wenn die Türme weg sind, dann kann ich mit der Flotte landen. Ah, da sieht man mal wieder, was die Türme mit meinen Schiffen machen würden hier. So, die Türme sind weg dann. Gehen wir mal mit unseren Truppen an Land. Okay, ein paar Türme sind noch da, aber die sollen uns jetzt mal nicht so weiter stören. Anubarak hat übrigens 3 Fähigkeiten. Zum einen Aufspießen, was ich hier mal demonstrieren kann. Es macht ein bisschen Schaden und betäubt alles, was es trifft. Dann hat er Stachelpanzer, er wirft ein bisschen Schaden von Nahkampfangriffen zurück. Und außerdem hat er eine leicht erhöhte Rüstungswert. Und dann hat er noch Aaskäfer. Er kann für ein bisschen Mana einen solchen Käfer hier aus einer Leiche hervorbringen. Er ist ein sehr guter Held. Sein Primärattribut ist genau wie bei Arthas die Kraft. Und ja, er ist sehr schnell out of Mana. Aber gut, wir haben ihn jetzt auch ganze Zeit seine Käfer beschwören lassen.
Die Käfer bleiben übrigens so lange da, bis sie geopfert werden oder bis sie kaputt gemacht werden. Die haben keine beschränkte Lebensdauer wie etwa die Skelette hier. Was ist des Schattens Begehr? Sprecht, Dummkopf. Auch wenn sie jetzt noch nicht so viel Schaden machen und auch nicht unbedingt viel aushalten, die Fähigkeit ist richtig gut, wenn man die auf Stufe 3 hat. Deswegen ist das ja auch die erste Fähigkeit, die ich sofort auf Stufe 3 skillen werde. Hoffentlich taugt das was. Was ist es diesmal? Noch ein kleiner Fun-Fact hier am Rande. Am Anfang eines Levels ergänzen sich das Level von Anubarak und das Level von Arthas immer zusammen auf 10. Also momentan ist Arthas Stufe 7 und Anubarak ist gerade Stufe 3. Gibt zusammen eine 10. Niemand erteilt mir Befehle. Oh, ich weiß jetzt, was ich vergessen habe. Deswegen hat das jetzt so lange gedauert. Diese Elfen sind jämmerlich. Kein Wunder konnten wir ihre Heimat so leicht zerstören. Leider war ich nicht da, euch aufzuhalten. Es ist lange her, Arthas. Prinz Keltas, euch habe ich nicht gesehen seit... Ihr führt diese Elfen? Jedenfalls diese Gruppe. Ihr hattet es hier lediglich mit einem Spähtrupp zu tun. Lord Illidans Armee zu besiegen, dürfte schwieriger sein. Illidan? Er steckt hinter dieser Invasion? So ist es. Unsere Streitkräfte sind riesig, Arthas. In diesem Augenblick marschieren sie zum Eiskrone-Gletscher. Ihr werdet euren kostbaren Lichtkönig nicht rechtzeitig retten können. Betrachtet es als Buße für Kel Talas und andere Frevel. Ah! Beeilung! Meine Feinde rücken näher! Unsere Zeit ist fast um! Seid ihr wohl auf, Todesritter? Meine Macht wird schwächer, aber es wird gehen. Er hat recht. Wir kommen niemals rechtzeitig zum Gletscher. Wir könnten einen anderen Weg einschlagen, Todesritter. Tief unter uns liegt das uralte und verwüstete Königreich Azjol-Erm. Zwar erlebt es dunkle Zeiten, doch wir könnten dort eine direkte Abkürzung zum Gletscher finden. Wir haben keine andere Wahl. Ihr voran, Anubarak. Ja. Ich schnapp mir dann mal meine beiden Fleischwägen da unten nochmal und dann schauen wir mal, was wir jetzt alles hier haben. Hier haben wir schon ein kleines Lager. Und da haben wir auch schon eine optionale Quest. Wir müssen Saphiran töten. Ah, endlich. Für den Lichtkönig. Und wer WoW schon mal etwas ausgiebiger gespielt hat und Naxxramas geradet hat, der weiß ja, was mit Saphiran passiert ist. Und ich sehe gerade, wir brauchen noch ein paar Ziggurats. Euer Wille geschehe. Dort kann ich nicht gehorchen mit Freuden. Was ist das diesmal? Ja, wir dürfen mal wieder mit Untoten bauen. Im letzten Level hatten wir zwar auch eine Basis, aber ja, richtig viel aufgebaut haben wir da ja nicht. Die Mana-Rolle nehme ich jetzt mal mit Anubarak. Sprecht, Dummkopf. Da ist noch ein Energieanhänger. Den gebe ich auch mal ihm. Niemand erteilt mir noch mehr Holz. Ich diene nur dem Frostthron. Die Beschwörung ist abgeschlossen.
Und ich weiß, es gibt da hinten in dem ganzen Gebiet noch einen Haufen Zeug zu entdecken. Das werde ich natürlich alles noch machen. Keine Sorge. Beziehungsweise, falls ihr es wieder befürchtet habt, ja, ich werde natürlich die ganze Karte wieder ausbeuten, bevor ich hier wieder das Level beende. Es könnte hier wieder etwas dauern. Ach, einen Friedhof haben wir auch noch nicht. Und langsam sollte ich mal mit ein paar Ghouls Holz fällen gehen. Betonung liegt auf ein paar, weil ich nur einen habe. Eine Gruft habe ich glaube ich auch noch nicht, wenn ich das richtig sehe. Bauen wir die mal da unten hin. Was kann Arthas jetzt eigentlich überhaupt noch? Also Todesmantel Stufe 2, Todespakt 1, Aura 2 und Tote beleben kann er auch noch. Na, ist er noch Level 6. Die Beschwörung ist abgeschlossen. Todespakt schon nur noch auf Stufe 1. Die Beschwörung ist abgeschlossen. Schlangenmenschen. Wer zum Teufel sind die? Ich habe ihresgleichen noch nie in Northrend gesehen. Die Beschwörung ist abgeschlossen. Oh, das hörte sich gerade irgendwie spooky an, wie die da mit doppelter Stimme quasi geredet haben. Wenn zwei Beschwörungen gleichzeitig fertig werden. Bevor ich hier erforsche, sollte ich erstmal ein paar Ghouls ausbilden. Ich wünsche nur zu dienen. Ausbau abgeschlossen. Tempel. Euer Wille geschehe. Ein Schlachthaus brauchen wir auch noch. Und wenn ich das richtig sehe, haben wir auch kein Altar der Dunkelheit. Den wir nebenbei auch brauchen, um schwarze Zitadelle auszubauen. Das Ding erforsche ich jetzt einmal mal, weil ich lustig bin und das Zeug eh kein Holz kostet. Forschung abgeschlossen. Ausbau abgeschlossen. Forschung abgeschlossen. Die Beschwörung ist abgeschlossen. Die Beschwörung ist abgeschlossen. Ah ja, wir können Monstrositäten bauen. Obsidianstatuen können wir auch bauen. Aber immer noch keine Zerstörergestalt. Wir verlangen weiteres Holz. Ach ja, das gute alte Holz. Ich glaube, zur Feier des Tages tut es hier wirklich auch mal ein vierter Holzfäller. Ausbau schon geschlossen. Wenn ihr jetzt sagt, dass ich bei anderen Völkern auch fünf Holzfäller oder sowas habe, bei den Untoten ist es einfach so, dass ein Holzfäller, also ein Ghoul, so viel wie zwei Holzfäller sind. Denn ein Ghoul kostet zwei Essen und fällt auch doppelt so schnell Holz wie jeder andere Holzfäller. Folglich haben wir jetzt hier schon quasi acht Holzfäller am Start. Unsere Streitkräfte werden angegriffen. Ach, die Blutelfen greifen an. Was ist das diesmal?